At the student parliament at Rheinwahl University, 30 students came together from 6 different schools in the Lower Rhine region to discuss, debate and reflect the future of energy. On the first 2 days, they worked with 5 scientists from Rheinwahl University to get input based on evidence and on things that are taught and learned at Rheinwahl University. On the 3rd day, the students met at City Hall and came together for a large parliamentary debate facilitated by young European students who led the discussion in the presence of the mayor, of policymakers and local stakeholders. The reason we conducted the student parliament as part of the embedded nucleus was that this format shows how different stakeholders can work together to develop topics collectively, share and discuss and reflect results in a co-creative mode, coming up with new recommendations for the city and region at Rheinwahl University and the city of Cleves. The benefit is that you never have seen before how science and politics work together as it does in the students' parliament, because you get to know in the first 2 days the science background to all the themes, and then in the last day you get to know the politics and you discuss with the other people and answers questions, so you get to know a new aspect of science and politics. It isn't easy because public people expect from their politicians that they can understand and explain everything, but in this weekend you get to know how hard it is to just deal with one theme, and the politicians have to deal with many other themes, and I can't imagine how hard this is to deal with all of them. Ich habe von der Schule von diesem Event erfahren und ich finde es sehr wichtig, dass es so etwas gibt, weil das Interesse der Jugendlichen an solchen politischen Themen auch noch mehr fördert und auch die Möglichkeit gibt, dass man dieses Interesse auch auslebt. Ich fand es sehr interessant, einmal diese Ratssitzung auch wirklich zu sehen, das einmal mitzumachen. Ich finde, man hatte auch gar keine Vorstellung, wie das sonst so abläuft, und dass man sich auch engagieren kann, sich eine Meinung bilden kann und noch sehr viel tiefer in die Materie eintauchen kann, als es zum Beispiel in der Schule der Fall ist. Das fand ich sehr wichtig und ich finde es schön, dass man auch hier viele andere Jugendliche trifft, die das gleiche Interesse haben und sich mit denen über die verschiedenen Meinungen austauschen und tatsächlich Konzepte entwickeln kann. I think it's a good idea to show young people how politicians work, and that although it seems to be an easy topic, it's very, very difficult to get one opinion where everybody says, yeah, that's okay for me. Then you can think about, when you are in the European Parliament, there are 10 times more persons than here. Yeah, no, we can see it's really difficult to get to one opinion. It's particularly important to do this because we can see how difficult those topics are, and we need the connection between science and politics to make good decisions in politics. I hope it will help them to understand how difficult politics is, and at the same time how difficult it is sometimes for researchers to bring facts to politics. Gestalten Sie mit. Suchen Sie gemeinsam konstruktiv Lösungen. Seien Sie dabei offen für andere Blickwinkel. Bleiben Sie sachlich und fair in der Debatte. Es geht um ein hohes Gut, das Wohl der Allgemeinheit. Und fangen Sie bitte bei sich selbst an. Reflektieren Sie sich, übernehmen Sie Verantwortung, gehen Sie Ihren demokratischen Weg, und Sie werden trotz aller Widrigkeiten morgens und abends in den Spiegel schauen können. Es lohnt sich.